Da sind wir jetzt auch schon wie angekündigt bei dem Raw Review. Und diese Raw-Ausgabe vom 18.05.2015 startete endlich mal wieder mit Stephanie McMahon und Triple H. Wie kann es denn schöner starten? Diese beiden eröffnen die Raw und reden dabei über die Titelverteidigung und feiern sich dafür, wie toll sie das Ganze ja doch gemacht haben. Dann wird allerdings auch der Intercontinental-Titel angesprochen, der ja zurzeit vakant ist, da Brian ihn jetzt zurückgelassen hat. Und Sheamus kommt dann an und sagt, dass er den Titelspot verdient hat, beziehungsweise dass er überhaupt den Titel verdient hat, weil er ja auch der Grund wäre, warum Brian verletzt ist. Ryback kommt dann dazu und verteidigt Brian und sagt halt, dass Brian vom Herzen her ein viel stärkerer Wrestler ist als Sheamus. Und das führt dann auch zu einem Match von den beiden, was dann als erstes Match des Abends ist, aber Stephanie McMahon sagt auch, dass beide in der Elimination Chamber sein werden und daher beide die Chance haben, den Titel zu gewinnen. Direkt danach kam es dann, wie gesagt, zu dem Match zwischen Ryback und Sheamus. Es ging so circa 10 Minuten und endete dadurch, dass Sheamus eine Augenverletzung faked und als der Referee dann Ryback wegdrückt, kommt Sheamus hinterhältig mit dem Brogue-Kick an und gewinnt danach. Dann. Und lässt sich danach nochmal ganz frech dafür feiern, indem er zeigt, dass natürlich nichts an seinem Auge war. Das zweite Match war dann ein Match, was wir auch schon bei Payback gesehen haben, nämlich Neville gegen King Barrett. Mal wieder ein besseres Match, aber auch mit einem kleinen Eingriff, denn Bo Dallas prügelt sich schon mit Neville vor dem Match kurz. Und während dem Match hatte Neville sehr große Probleme mit dem verletzten Knie und das nutzt Barrett schamlos aus und gewinnt danach den Bullhammer, mein Gott. Nach dem Match greift dann Bo Dallas Neville schon wieder an und geht dabei ganz speziell auf das verletzte Knie. Mal gespannt, was mit Bo Dallas da wird, ob da nochmal irgendwas kommt oder ob das jetzt wieder alles sinnlos ist. Das zweite Segment war dann, wie ich ja schon länger angekündigt habe, was auch völlig klar war, der Split zwischen Rusev und Lana. Es wurde Zeit und jetzt ist er endlich gekommen. Rusev kommt in den Ring und sagt, dass Lana nicht kommen wird. Zudem sagt er, dass er niemals I Quit gesagt hätte und er eigentlich gewonnen hätte, weil John Cena ohnmächtig geworden ist. Daraufhin möchte er, dass das Match restartet und fordert John Cena auf, in den Ring zu kommen. Aber es kommt nicht John Cena, sondern es kommt Lana. Und diese erklärt, dass Rusev ihr immer noch wichtig ist und dass sie ihn nur verteidigen wollte. Und er hätte mehrmals I Quit geschrieben, darauf hat sie bestanden. Rusev vollzieht dann endgültig den Split, indem er sagt, dass er Lana nicht braucht, weil sie schwach ist und sie dann mal wieder wegschickt. Danach rastet er noch in letzter Zeit typisch mal wieder im Ring aus, aber da kam jetzt nichts weiter Sinnvolles. Ein sehr gutes Match, meiner Meinung nach, Match des Abends, war dann Bray Wyatt gegen Dean Ambrose, 13,5 Minuten circa. J&J Security lenken Ambrose ab, was dann Bray Wyatt zum Schluss nutzen kann und dann nach dem Sami Zayn gewinnt. An sich ein cooles Match und das Ende war auch in Ordnung, dadurch wird jetzt Ambrose nicht schwächer dargestellt, als er zurzeit ist. Nach dem Match steht dann Rollins im Anzug beim Entrance mit dem Sekt in der Hand und lacht ganz frech. Der spielt seine Heel-Rolle wirklich hervorragend, muss man ja einfach so sagen. Danach gab es dann tatsächlich ein Titelmatch, nämlich es ging um die Tag Team Titles und New Day verteidigt natürlich gegen Cesaro und Kid. Xavier Woods ist dabei vom Ring verbannt und aber es ging eigentlich nicht wirklich um das Match, wie ich euch jetzt gleich erklären werde, denn es gab einen DQ-Sieg für Tyson Kidd und Cesaro, aber das bringt ihnen nichts, denn die Titel bleiben bei New Day. Die DQ gab es, nachdem Kofi Kingston auf Xavier Woods eintritt und einfach nicht mehr aufhört. Der Refi muss dann das Match beenden. Dann möchte nach dem Match Cesaro den Swing ansetzen, aber dann kommt Xavier Woods vom Backstage-Bereich reingerannt und rettet Kingston und dann erkennt man auch den eigentlichen Sinn dieses Matches. Denn während dieser Prügelei kommen dann die Lucha Dragons, Los Matadores, The Ascension und die Primetime Players dazu und damit ist es natürlich auch klar, wer die Teilnehmer
der Elimination Chamber für die Tag Team Titel sind. Vielleicht ist es noch erwähnenswert, dass in der ganzen Prügelei die Primetime Players die letzten waren, die stehen. Also sie haben sozusagen diesen ersten kleinen psychologischen Sieg errungen. Dann war es Zeit für die US Title Open Challenge. John Cena redet mal wieder darüber, wie schön Amerika doch ist und schleimt sich selbstverständlich bei den Fans ein. Doch dann passiert was relativ Cooles, auch Unerwartetes, denn Kevin Owens kommt und baut natürlich erstmal Spannung für den NXT Pay-Per-View auf, der ja am Mittwoch ist. John Cena weist Owens aber verbal relativ schnell in die Schranken und ja, es ist so ein bisschen Trash-Talk zwischen den beiden. Owens beendet das Ganze dann, indem er John Cena seine wunderschöne Powerbomb verpasst und dann noch respektlos auf den US-Title tritt. Mal gespannt, was da passiert. Es ist natürlich jetzt erstmal nur Spannung für den NXT Pay-Per-View, aber Owens wird bestimmt auch irgendwann hochkommen und mal sehen, was dann daraus wird. Das fünfte Match war Dolph Ziggler gegen Stardust. Das war auch ungefähr so wie bei dem Tag Team Match. Es ging eigentlich auch nicht wirklich ums Match, sondern nur das, was danach kam. Zum Match nur kurz gesagt, Ziggler gewinnt nach dem Zigzag nach 1,5 Minuten. Und dann kam schon das erste Interessante danach, denn Ziggler wurde nach dem Match zu der Elimination Chamber für den vakanten Intercontinental Titel hinzugefügt. Und die Teilnehmer dieser Elimination Chamber sind also Ryback, Sheamus, R-Truth, Rusev, King Barrett und Dolph Ziggler. Das zweite Interessante nach dem Match war dann, Lana kommt raus und küsst Ziggler zweimal. Das findet Rusev natürlich gar nicht so lustig. Der kommt raus und greift dann zuerst mal Ziggler an, starrt danach Lana an und schreit sie auch an. Doch diese lässt sich das anscheinend nicht mehr länger gefallen und verpasst Rusev eine Backpfeife. Ziggler nutzt das Ganze dann für den Zigzag und lässt Rusev im Ring liegen und geht dann mit Lana im Arm zum Backstage-Bereich. Schöne Sache, was jetzt so eine kleine Fehde zwischen Ziggler und Rusev anbahnt, beziehungsweise auch ganz klar die Spannung steigert für die Elimination Chamber für den Intercontinental Titel. Das sechste Match des Abends war ohne größeren Sinn. Es war einfach Eric Rowan gegen Luke Harper gegen Fandango und Zack Ryder, circa 3,5 Minuten. Und Harper und Rowan gewinnen das Ganze noch einmal Tag-Team-Aktion. Das war so ein Superkick von Nelson. So ähnlich, so eine Aktion, wie man das hat. Und der Main-Event war, das habe ich auch noch nicht erlebt, ein Divas-Match. Nämlich, es ging um den Divas-Title und das Match war logischerweise Nikki Bella gegen Naomi. Brie Bella ist nicht am Ring, da Stephanie McMahon sagt, sie solle oder sie mache sich Sorgen um den mentalen Zustand, da ja Daniel Bryan zurzeit verletzt ist und Brie Bella ja mit Daniel Bryan zusammen ist. Das ist aber natürlich grundlegend Schwachsinn, sie möchte natürlich nur Nikki Bella schwächen. Tamina ist hingegen am Ring vertreten und entscheidet das Match auch mal wieder, denn Nikki möchte den Rack Attack ansetzen, doch Tamina verpasst ihr den Superkick, was zu einem DQ-Sieg für Nikki Bella führt. Warum sich danach Naomi freut, verstehe ich nicht ganz, denn sie hat den Titel nicht gewonnen. Und jetzt irgendwie Nikki Bella nach dem Match anzugreifen, das gab es in letzter Zeit auch schon oft. Doch damit nicht genug, denn Paige kommt dann zum Schluss noch und räumt mal ordentlich auf, greift zum Schluss dann auch Nikki Bella an und posiert mit dem Titel. Wir erinnern uns, Paige ist ja eigentlich der Number One Contender für den Titel. Doch dann kam eine Omi und hat sie verletzt, storyline technisch natürlich. Mal gespannt, was es dazu führt. Ich denke mal, es wird ein Triple Threat Match einfach werden. Mal sehen. Doch die Show endete dann mit einem Segment, nämlich, wie vorher schon angekündigt wurde, ein Segment, um sozusagen Rollins ein wenig zu feiern. Triple H, Stephanie McMahon und Kane sind schon im Ring und Stephanie McMahon bittet dann auch Rollins in den Ring und Triple H findet ein paar schöne Worte, um Rollins zu huldigen. Danach sollte jeder etwas über Rollins sagen und Kane fing dann an, sagt, dass er froh ist, dass Rollins noch Champion ist und Rollins sei tatsächlich best for business. Und dann sagt er auch noch widerwärtig, danke, dass Kane den Job behalten hat. Denn das wäre ja
nicht mehr der Fall gewesen, wenn Rollins seinen Titel verloren hätte. Danach gibt es dann noch eine wirklich wunderschöne Promo, die Kane angeblich gecuttet hat. Ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt. Bevor dann noch weitere etwas sagen können über Rollins, kommt dann Dean Ambrose und unterbricht das Ganze. Er fordert ein Titelmatch und danach bricht dann mehr oder weniger eine Prügelei aus. Rollins fliegt dann über den Ansagertisch und ich glaube sogar in den Kameramann, es sah zumindest so von der Kameraeinstellung so aus. Ambrose hat dann diese Ziegelsteine vorbereitet, durch die er ja schon mal gekracht ist, und legt Rollins dann auf diese und droht ihn mit einem Stuhl zu schlagen. Stephanie McMahon ist dann ein wenig hysterisch und sagt, wenn er ihn in Ruhe lässt, bekommt er sein Titelmatch. Das macht er dann auch widerwärtig, aber er macht es. Aber die Prügelei ist danach noch nicht beendet, denn Ambrose schmeißt Jay und Jay Security auf Kane und springt danach auf alle drei drauf. Dann geht's im Ring weiter, doch Triple H rettet schließlich Rollins, indem er ihn rauszieht. Doch im Ring sind dann immer noch Ambrose und Kane. Ambrose fertigt erstmal Kane im Ring ab, doch Rollins kommt zurück, um Kane zu retten. Und Rollins beendet das Ganze mit dem Pedigree und, wie wir auch wahrscheinlich jetzt hier schon gesehen haben bei dem Bild, wir sehen ihn feiern, wir sehen ihn triumphieren, ein bisschen Trash-Talk für Ambrose noch und er hat den Titel weiterhin in der Hand. Der Pedigree wird anscheinend der neue Finisher, denn zweimal hintereinander glaube ich nicht, dass das nur ein Spaß war. Okay, passt ganz gut zu der Authority-Sache, falls er irgendwann sich wieder von der Authority splitten sollte, bräuchte er einen neuen Finisher, denn das macht eigentlich nur Sinn in Zusammenarbeit mit Triple H. Das war es dann auch jetzt schon mit unserem Review zu Raw. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch am Freitag ein zum SmackDown Review. Und bis dahin, lasst einen Kommentar da, Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und ciao.